ist das Spiel viel geringer. Das ist einfach falsch, Leute, falsch. Wir schauen uns jetzt hier, das ist der Lenkzwischenhebel der Spurstange. Und das ist der Lenkhebellagerbock. Da drin ist der Lenkhebel gelagert, der ist auch abschmierfähig. Aber was wir hier sehen, wir haben hier ein Spiel oder Spalt, der ist zu klein. Und wenn der zu klein ist, kann unter Umständen eines passieren, wenn man die Lenkung nach links einschlägt, dann wandert dieser Hebel nach oben und klemmt im Gehäuse oder am Gehäuse. Drum muss hier ein Spiel sein in geradeauslaufposition, wie jetzt von ungefähr 1,6 mm. Man kann es ganz leicht kontrollieren, wenn man dann in die Richtung einschlägt, wo der Hebel nach oben fährt, nach oben sich dreht, muss dann noch ein Spiel sein von mindestens 0,8 oder 1 mm Spiel. Wenn man nach der drüberen Seite lenkt, dann wird das Spiel leider. Aber entscheidend ist in dem Fall hier in geradeauslauf ungefähr 1,5, 1,6, 1,7 mm Spalt. Bei geradeauslauf brauchen wir ca. 1,6 mm. Wenn ich das jetzt nach rechts drehe, schauen wir mal, was ich hier vereinbare. Gehen wieder mit 40 durch. Aha, kommen also gerade rein. So, und wenn wir jetzt nach links lenken, ist das Spiel viel geringer. Das ist einfach falsch, Leute, falsch. Lasst es. Geht doch zum Profi. So, wir sind jetzt beim Vergleichsfahrzeug. Da sieht man schon, da ist der Abstand größer beim Geradeauslauf. Der Abstand beträgt jetzt 1,6 mm, so wie es auch gewünscht ist. Und wenn wir jetzt nach rechts oder nach links drehen, müsste sich der Abstand ein wenig verändern. Und das machen wir jetzt mal. So, einmal nach rechts. Und einmal nach links. Wer stört bei meinem Video? So, ich finde so Pausen, so Gedankenpausen, Gedenkpausen ganz gut. Deswegen habe ich jetzt hier mal eine eingelegt. Schauen wir mal. Ich habe jetzt hier einen Millimeter. Nochmal nach rechts. Da kommen wir super gut durch.